Hallo und willkommen. Mein Name ist Christian. Hi, ich bin Andreas. Und wir grüßen aus dem wunderschönen Halle an der Saale aus unserem Hauptquartier bei der Seminar und möchten einfach jetzt miteinander mal ein bisschen was besprechen und dazu einfach eine Kampagne gestalten. Es geht bei uns jetzt darum, wir als Unternehmen haben jetzt das Problem. Wir sind da, wir sind gut, nur weiß bis lang kein Schwein davon. Und das wäre es halt nämlich gleich unsere Kampagne, was wir halt eben machen wollen. Das läuft intern unter Wir sind nicht Zoom, das kann man auch durchaus so sagen, weil es ist halt durchaus ein Konkurrent von uns. Ja. Und Zoom ist ja eigentlich auch der Corona-Krisengewinnler an der Stelle. Und da wäre jetzt bei uns einfach nur dieser Part, wie können wir halt eben mit unseren Produkten zeigen, dass wir genauso gut wie die sind oder vergleichbare Anbieter. Das ist jetzt also eine ganz klassische Werbekampagne, die wir halt eben mit starten möchten, wo man auch intern für Planungen, für Vergleiche durchaus sagen kann, die und die sind Konkurrenten, aber ob es jetzt die Konkurrenten sind, denn neben Zoom gibt es auch, wenn ich an Cisco WebEx, Microsoft Teams, KickMeet etc. denke. Bekannten Namen, meistens aus Übersee und Co. Und ist ja eine ziemliche Masse einfach an Anbietern. Und insofern, es gibt natürlich viele Anbieter in dem Bereich. Wir sind ein Anbieter in dem Bereich und deswegen ist natürlich jetzt die Frage, uns kennt eben noch keiner und das ist jetzt auch einfach unser erster Werkstattbericht. Wie können wir famous werden, um es auf Neudeutsch zu formulieren? Rich and famous. Also, was für Möglichkeiten gibt es? Genau. Und da hatten wir jetzt bei uns einfach schon mal ein paar Überlegungen mit gehabt und das würde ich mit dir dann auch besprechen wollen. Mhm. Ihr da draußen seht natürlich nichts, weil das ist dann schon irgendwo unternehmensintern. Genau, wir gucken hier auf unserem Bildschirm gerade. Aber das, was ihr jetzt seht, ist auch schon Teil unserer Kampagne, dass wir halt eben auch mit Streams stärker arbeiten möchten. Einfach erstmal sichtbar werden, für euch auch. Um auch zu sagen, hey, wir sind Menschen, teilweise rasiert, teilweise unrasiert, aber wir sind da und wir möchten halt eben auch einfach was Gutes mit anbieten. Wir sind nicht einfach nur irgendein 115 Unternehmen. Gesichtsloses Unternehmen. Genau. Genau. Und das war ja bei uns auch schon so ein Faktor gewesen, wenn es halt um das Wahrgenommenwerden angeht, dass wir halt eben sagen, okay, wir möchten uns halt einmal als Unternehmen präsentieren. Da hatte ich ja auch, wie gesagt, vorhin dieses Gespräch mit der Kundin, die auch meinte, dass sie halt eben Webinare total spannend finden, wo man dann einfach sagen kann, wo wir dann halt einfach die Sachen präsentieren. Das würde ich mir jetzt auch einfach mal direkt mit aufnehmen, dass wir, ich meine, irgendwo müssen wir erstmal starten. Und da wäre natürlich so ein Thema wie, klar, Webinare, das können wir dann natürlich auch auf unseren verschiedenen Plattformen, sei das jetzt HSN, Zoomistats etc., einfach mal mit verteilen. Mhm. Also dann sagen hier, einmal im Monat beispielsweise oder vielleicht erstmal alle 2 Monate, müssen wir selbst erstmal schauen, wie wir es halt eben reinbekommen. Das wäre nämlich auch Tipp an euch da draußen, wenn ihr mit etwas startet. Sorgt dafür, dass ihr es regelmäßig betreiben könnt. Und das ist ja bei mir, wenn ich gerade meine Seminarsaison habe, immer so ein bisschen das Problem, dass so viele Seminare und dass keine Webinare mehr reinpassen. Aber das ist genau ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn, also ich kenne das auch, manchmal hat man ganz viele großartige Pläne oder man setzt einen neuen Blog auf oder man denkt sich jetzt, was weiß ich, ich schreibe ein Buch oder mache dies oder das, Instagram und hat am Anfang ganz viele Ideen. Und wenn man sich aber im Vorfeld nicht genug Gedanken gemacht hat und auch gar nicht planerisch, strategisch an das Ganze rangegangen ist, dann verpufft das Ganze letzten Endes, weil man nach den ersten 2, 3 Schritten auf einmal dasteht und gar nicht mehr weiß, erstens, wie mache ich denn weiter, zweitens, wo wollte ich denn überhaupt nochmal hin? Und deswegen sind wir gerade dabei, das zu machen, jetzt nochmal dieses ganze Planerische anzugehen. Und mit den Webinaren sind wir eben drauf gekommen, das ist eine Möglichkeit, unsere Tools zu benutzen, um selber Webinare durchzuführen. Na, dann machen wir das doch auch einfach mit unseren Tools und zeigen da beispielhaft, okay, mit diesem Webinar zeigen wir euch da draußen jetzt, wie ihr selber dann ein Webinar oder eine andere Veranstaltung durchführen könnt oder einfach mit unseren Tools arbeiten. Genau. Und das machen wir jetzt auch sogar schon direkt mit unseren Tools. Normalerweise würde ich da jetzt auch einfach den Bildschirm teilen, euch das zeigen, aber das sind jetzt unternehmensinterne Sachen, die wir hier mit aufschreiben werden. Deswegen ein bisschen möchte man natürlich auch einfach an der Stelle der Konkurrenz nicht zu viel Anreiz geben. Sonst ist der Überraschungseffekt dann auch weg. Genau. Auch eine ganz wichtige Sache, unterscheiden zwischen administrativen, das solltet wirklich nur ihr im Unternehmen sehen, und dann eben internen und externen. Das Interne ist halt wirklich nur für einen selbst gedacht. Das heißt, da werden wir dann auch vielleicht gelegentlich bei einigen Streams mal auf die Pausentaste drücken und dann einfach intern das miteinander besprechen, weil einfach das soll nicht an die Öffentlichkeit oder soll noch nicht an die Öffentlichkeit.
Und das Externe, das wäre jetzt halt eben unsere Marketingkampagne an der Stelle. Und da hatten wir auch schon so verschiedenste Ideen und Hintergründe gehabt, aber wo ich auch gemerkt habe, was uns einfach wirklich noch fehlt, ist eben System. Da habe ich das einfach bei uns in der Seminar Campus einfach mal ein Textdokument aufgemacht, quasi unsere Variante von Google Docs, Word, was auch immer man da sehen möchte als Vergleichsbeispiel, funktioniert nach einem ähnlichen Grundprinzip. Und so ist das Ganze auch. Ne? Genau. Ja. Und das ist ja etwas, was wir eigentlich mal zeigen und bewerben möchten. Ich meine, wir haben ja unsere vier Schwerpunkte und das wäre ja eben Nachhaltigkeit, Regionalität oder Herkunft, das ist nämlich auch ein wichtiger Part. Ich habe jetzt auch gerade ein Seminar laufen, wo es um Content-Marketing geht und da spielt natürlich auch die Bezeichnung eine ganz große Rolle. Denn ob ich jetzt sage Regionalität, was ja schon ein durchaus etwas komplizierterer Begriff ist, oder Herkunft, klar kann man beides auch sehr unterschiedlich das interpretieren. Aber zum Beispiel Herkunft ist etwas, wo man sagt, okay, die Herkunft unserer Software oder halt auch die Herkunft unserer Mitarbeiter, dass wir alle auch regionale Anbau sind beispielsweise, spielt da eine Rolle. Aber Nachhaltigkeit, Herkunft und dann eben Datenschutz und Sicherheit, das sind einfach erstmal die Kern. Das ist das, was ihr bei uns bekommt und was wir euch jetzt mitteilen, dass es das bei uns nämlich gibt und was wir einfach stärker noch nach draußen tragen möchten. Genau, ich meine, wir haben ja auch schon unsere Webseiten dazu mitgestaltet, wo wir das halt auch alles mit erklären können. Der-seminar.de zum Beispiel, Danke. Gute Adresse. Geht natürlich alles auch auf jeden Fall besser an der Stelle, aber genau daran sitzen wir ja jetzt auch. Und das sind eigentlich auch unsere USPs. Nachhaltig, alles aus 100% Wasserkraft. Wir wissen das ja, jetzt müssen wir die Öffentlichkeit noch wissen. Herkunft, eben alles aus Deutschland, auch das Unternehmen sitzt in Deutschland. Da wird sich demnächst zwar organisatorisch ein bisschen was ändern, aber dann auch unser neuer Betreiber wird weiterhin in Deutschland ganz normal sitzen, auch ganz offiziell natürlich in Halle, wo wir auch hergrüßen, das wunderschöne Halle an der Saale, ein bisschen Lokalpatriotismus. Zum Thema Herkunft. Wie sieht es denn mit unseren Servern aus? Auch alle in Deutschland, ne? Ja, da findet sich auch auf der Webseite die entsprechende Übersicht. Aber ganz da würde ich sagen, da machen wir am besten nochmal eigene Videos, wo wir das in den Fokus setzen. Warum das überhaupt wichtig ist, das hatte ich nämlich auch bei dem Content-Marketing-Kurs, nämlich den Punkt gehabt. Warum überhaupt diesen Content produzieren? Also, was ist der Mehrwert dieses Contents? Und gut, Datenschutz, also mindestens nicht verklagt werden, ist für viele Unternehmer schon mal eine wichtige Sache, aber auch Stichwort Menschenrechte. Datenschutz gehört zum Menschenrecht. Also auch Privatsphäre einfach und Sicherheit natürlich, eben die Sicherheit vor Schäden an der Stelle. Also eben vor zum Beispiel Datenverlust an der Stelle, dass ich halt eben gehackt werde, meine Daten geklaut werden oder Vergleichbares. Ja, muss man nur mal in die aktuelle Tagespresse gucken, immer mal wieder gibt es Leaks und Hacks und was nicht alles. Ja, und ist ja jetzt erst Ende Januar in Italien passiert, das war zwar kein Leak gewesen, aber da hat in dem Fall der Anbieter Zoom sich nicht gerade mit rumbekleckert, weil bei einem Meeting des italienischen Senats sich einer reingehackt hat in dieses Meeting, also Zoom-Bombing. Ich finde es persönlich schon bezeichnend genug, dass das einen Namen hat. Ja, ja. Und da hat dann Anime-Pornos hochgeladen. Ich meine, von Bunga Bunga bis dahin ist vielleicht, ich will hier nicht versteigen, aber egal, auf jeden Fall unschön genug. Das ist unschön. Ich meine, für den italienischen Senat ist das eine peinliche Sache, für Zoom könnte das sogar sehr negativ sich äußern, weil es natürlich einfach Vertrauen kostet. Ich meine, es gibt Plattformen online, wo man sich solche Zoom-Login-Codes generieren kann. Ja. Und es gibt einen ganz eigenen Markt schon dafür quasi. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, wo wir natürlich auch einfach zeigen möchten mit Alternativen, das können wir sein, können natürlich auch andere Plattformen sein, möchten wir da einfach zeigen, okay, was geht einfach. Und da wäre es natürlich bei der Kampagne, wie gesagt, das sind ja unsere USPs, Nachhaltigkeit, Herkunft, Datenschutz und Sicherheit. Und dann hätten wir halt erstmal unsere, ich nenne es einfach mal Erklärwebinare, wo wir halt sagen, okay, die können wir ja durchaus gut bewerben, halt auch eben auf unseren einzelnen Plattformen. Die wir ja damit haben, wo ich dann sage, okay, also, wären ja dann von der Rolle her Multiplikatoren. Das können dann irgendwelche Regionalportale sein, das können spezifische Blogs sein zu einem Thema, das können auch sonstige Plattformen sein, die vielleicht auch einfach in der Nische unterwegs sind. Da sind wir auch gerade dabei, eine mit zu launchen, selbstständig als Student.de. Oder. Es kann niemals schaden, sich da so eine gewisse Markenwelt
zu gestalten. Ich meine, Doberien machen das so häufig, dass die Eigenmarken oder auch kleinere Einzelhändler so, dass sie halt eben auch, so gerade die großen Einzelhändler, dass sie halt auch mit ihren Eigenmarken dann unterwegs sind. Genau, gut und günstig und was man da auch so kennt. Ja. Oder das macht Edeka ja momentan, dass die dann so Plakate haben. Ja, irgendwas, ja. Naja, und wenn Netto doch nicht so gut ist, aber das können sie natürlich machen, weil Netto zu Edeka gehört. Das ist dieselbe Unternehmensgruppe. Genau. Also man kann sich natürlich selbst anschwärzen an der Stelle, ob das immer so sinnvoll ist vom Marketing. Ja, es wird halt irgendwie drauf gespielt, dass es doch zwei unterschiedliche Zielgruppen dann letzten Endes sind und man diejenigen, die dann zu Edeka gehen, beziehungsweise die zu Netto gehen, sowieso gar nicht damit vergrauen würde. Naja, das geht ein bisschen zu weit. Aber egal, verschiedene Marketingmaßnahmen und wir schauen eben, was für uns am besten ist. Genau, und da, wie gesagt, also die Erklärwebinare und dann natürlich wäre die Frage, was machen wir da rum? Ich meine, bei den Webinaren zum Beispiel ist es ja auch durchaus eine sinnvolle Sache, wenn wir das gleichzeitig noch, also Verwertung als, dass wir dann halt eben sagen, Podcast einmal, das Ganze halt eben gleichzeitig mit teilen, diese Webinare, aber auch vor allem im Vorfeld natürlich, dass wir das halt erstmal auf diesen einzelnen Plattformen natürlich mitteilen, dass es halt irgendwelche Termine gibt, dass wir bei diesem Webinar, ich überlege jetzt auch gerade, du siehst ja gerade, ich spiele es hier ein bisschen bei uns mit rum auf der, in unserem Dokument halt mit drin, wie ich das dann natürlich einfach am sinnvollsten mache, also einfach die Erklärwebinar, wo wir auch sagen, wenn wir zum Beispiel uns das Thema Datenschutz beleuchten möchten, macht es natürlich auch Sinn, einfach auf das Thema Datenschutz einzugehen. Zum Beispiel, warum ist Datenschutz bei beispielsweise Videokonferenzen wichtig? Oder wo ist der vielleicht Sicherheitsvorteil oder auch die besondere Situation, wenn es um Cloud-Dokumente geht? Warum spielt da Sicherheit vielleicht auch eine ganz große Rolle? Also einfach verknüpfen mit allgemeinem Thema. Beispielsweise eben sowas wie keine Sicherheit in der Cloud, Fragezeichen. Gibt es überhaupt welche? Was muss man alles beachten? Und warum sind wir konkret am Ende des Jahres, denn meistens sind es erstmal unsere Unternehmenskanäle, auf denen wir das verteilen. Da dürfen wir auch natürlich Werbung machen. Da sind es unsere eigenen Kanäle. Da ist es dann Owned Media. Genau. Dass wir das dann natürlich auch mit unseren Produkten dann gleich mit anpreisen können. Wir sagen, okay, Sicherheit in der Cloud, Sicherheit, klar, ist wichtig. Keiner will irgendwie ausspioniert werden. Da gab es ja leider auch beim NSA-Skandal so Beispiele, wo halt eben der amerikanische Nachrichtendienst nachweislich auch Wirtschaftsspionage betrieben hat, unter anderem in Europa bei Airbus. Und halt eben, ja, der größte Konkurrent von Airbus ist der US-amerikanische Flugzeugbau Boeing. Boeing, ganz genau. Das hat natürlich schon einen Beigeschmack an der Stelle. Das war doch auch mit Merkels Handy, oder? Ja, und viele, viele weitere Beispiele. Das ist ja mit den ganzen Datenskandalen auch rausgekommen hier und da. Das sind auch dann, also wenn wir sowas erzählen, dann sind es auch immer gesicherte Fakten an der Stelle. Das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es bedauerlicherweise schon so oft vorgekommen, dass man, wie ich jetzt gerade, auch einfach den Überblick verlieren kann, weil es einfach leider ein Phänomen ist, was noch viel, viel zu häufig auftritt. Ne? Genau, und da ist ja natürlich erstmal das Wichtige. Also was nehmen wir halt in den Fokus bei der Kampagne. Und das wären dann halt eben diese USPs und das sind halt eben die folgenden, wie gesagt, eben Nachhaltigkeit, Herkunft, Datenschutz, Sicherheit, Check. Das ist immer das Wichtige und das soll auch so bleiben. Und dann halt eben ja die, ich sag mal, mediale Verwertung. Und da wäre natürlich erstmal, also ich überlege es gerade, das ist, ja, das ist halt eben einfach unsere SNZ-Kampagne. Wir sind nicht Zoom, fürs Interne. Fürs Interne einfach nur genau, Zeichen. Genau, weil es ist halt sonst muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das ist immer das Problem, wenn man sich natürlich mit anderen Unternehmen vergleicht. Und da ist auch wirklich in dem Fall Zoom, weil das ja schon synonym für viele Videokonferenzen. Wie das Tempo fürs Taschentuch. Ja, oder der Föhn oder vergleichbar. Genau, oder genau. Das Lego, der Lego-Stein für Klemmbausteine. Ja, auch interessante Geschichte. Aber wir wollen natürlich auch nicht den Fokus zu sehr auf sei es Zoom, sei es Teams, andere Konkurrenten legen. Letzten Endes geht es ja um uns. Ne? Genau. Und man sollte sich zwar bewusst sein, es gibt die Konkurrenten, definitiv. Ich meine, kein Markt ist jemals leer. Nichts entsteht im Vakuum.
Und deswegen, man sollte natürlich schon wissen, wer mögliche Konkurrenten sind. Und ab einer gewissen Größenordnung, übrigens Aktiengesellschaften müssen das durchaus machen, dass sie halt, ich glaube, jährlich oder quartalsweise, ich meine, jährlich war das gewesen, dass die auch so Risikoanalysen rausgeben müssen. Okay. Das war bei Facebook bzw. Meta im letzten Jahr gewesen. Und da gab es dann halt eben beim vierten Quartal auch diesen starken Kurseinbruch der Aktie, weil manche Leute das halt eben falsch verstanden haben, wo dann von Meta ganz bewusst zum Beispiel auf TikTok angespielt wurde, dass das halt eben eine mögliche Konkurrenz ist, die vielleicht auch schwieriger werden könnte in den nächsten Jahren. Mhm. Ob das jetzt eine reale Gefahr ist oder nicht, aber die müssen halt eben auf mögliche Gefahren eingehen, eben für die Aktionäre, die wissen, worauf die sich einlassen. Ja. Insofern kann man da bei sowas natürlich manchmal schon bewusst ansprechen, aber in der Werbung ganz, ganz schwieriges Thema. Deswegen lassen wir das natürlich auch raus. So viel ist mal für intern. Da können wir natürlich mit sonst was arbeiten, aber das ist dann halt eben auch intern. Intern kann ich Dinge nennen, wie ich möchte. Extern, also in der Öffentlichkeit, muss man natürlich schon darauf aufpassen, dass es halt eben auch einfach nicht missverstanden wird. Im Positiven wie im Negativen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber dann hätten wir halt eben unsere Kampagne erstmal und was ist eigentlich erstmal der Kern unserer Kampagne? Also was wollen wir erreichen? Vielleicht schreibe ich das einfach so weg. Was wollen wir? Obwohl, das wissen wir eigentlich schon, wir wollen ja dann unsere Produkte verkaufen. Letzten Endes, ne? Also ist es immer wichtig, aber schaden kann es auch nicht, das erstmal aufzuschreiben. Genau, ein Ziel vor Augen hat, mindestens eins, ne? Und dann eben das runterbricht in Teilziele und daraus sich dann verschiedene Maßnahmen ableitet, ne? Und wie Christian, du gerade schon gesagt hast, ne, was wollen wir erreichen? Einfach mal so platt hingeschrieben. Man könnte sich jetzt einen super tollen Namen für die Kampagne ausdenken und dies und das und jenes. Aber nee, manchmal ist gerade dieses Einfache, dieses auf den Punkt bringen, das, was einem die Augen öffnet. Genau, also was wollen wir erreichen? Unsere Produkte verkaufen, das wäre Campus, unsere Homeoffice-Plattform und so weiter. Da müssen wir noch, da würde ich auch sagen, da können wir noch schönere Umschreibungen jeweils mitfinden, dass wir halt eben auch für Werbung, für Werbeanzeigen etc., da hatten wir ja schon mal vorgearbeitet. Genau. Aber das ist nichts, was für einen Stream geeignet wäre, weil das dann schon recht dröge wird an der Stelle und sehr, sehr langwierig. Aber da würden wir uns auf jeden Fall nochmal Gedanken machen. Wir haben ja unsere Produkte, die wir dann halt eben auch mit anbieten. Und genau, so. Und da hätten wir halt eben das erstmal als Thema dann. Also was wollen wir erreichen? Wie wollen wir das erreichen? Ja, natürlich große Kleinschreibung. Wie wollen wir das? Ich habe auch irgendwie den Eindruck, seit dem letzten System-Update ist der mir irgendwie auch ein bisschen, ist die Tastatur irgendwie ein bisschen laggig. Okay, also wie wollen wir das erreichen? Halt eben ja, Fokus auf die USPs. Nachhaltigkeit, Herkunft, Datenschutz, Sicherheit, check, haben wir schon. Und dann halt eben natürlich auch mit welcher Strategie wollen oder erreichen wir es. Genau, auch da die Formulierung ganz, ganz wichtig. Nicht nur das, was wir nach außen tragen an Formulierung, sondern auch fürs eigene Mindset. Ne? Damit ist nämlich eigentlich schon psychologisch vorgegeben, dass wir es erreichen. Die Frage ist halt nur noch, wie, mit welcher Strategie. Und da zum Beispiel... Naja, die Erklärwebinare ist ja eigentlich schon eine konkrete Untermaßnahme. Strategie an sich wäre erstmal, oder vielleicht formuliere ich das als Zielvorstellung, Öffentlichkeitswahrnehmung steigern. Das klingt noch so ein bisschen sehr dröge und wenig handfest. Am Ende eigentlich machen wir Content Marketing. Wir machen Content Marketing. Das ist eigentlich unser Ziel an der Stelle. Also Content Marketing ein Schwerpunkt, ergänzt durch Advertising, natürlich auch diverse Werbeanzeigen und natürlich eben Veranstaltungen, Events, wie beispielsweise unser Barcamp, was wir einmal im Jahr veranstalten. Beim Advertising selbst würde ich sagen, das werden erstmal so Klassiker werden, halt eben Google Ads, Facebook Ads, ich wollte seit einer Weile auch mal ein bisschen bei Amazon Ads mitschauen, aber dann müsste man im Normalfall auf der Plattform selbst erstmal was haben, was sinnvoll ist, aber das wäre erstmal für Entwicklung später mal, aber eigentlich wäre es ja schon in dem Fall Meta und nicht mal Facebook offiziell von der Bezeichnung, aber halt eben Schwerpunkt Content Marketing, da hätten wir dann natürlich auch auf den entsprechenden Plattformen, also eben mit
welchen, das wäre dann sagen wir, Technologien im weitesten Sinne oder welchen Methoden, vielleicht noch allgemeiner, erreichen wir das? Also ganz konkret, was machen wir dann? Mhm. So, da hätten wir dann, wie gesagt, diese Erklärwebinare, wo wir vielleicht sagen, okay, einmal monatlich beispielsweise. Oh, ich denke, das ist durchaus zu stemmen. Dass wir dann sagen, auch so als, ich weiß nicht, Obergrenze, eine halbe Stunde, eine Stunde oder sowas, Maximum. Leute müssen sich ja die Zeit nehmen für sowas, deswegen. Wie lange laufen wir eigentlich schon? Ich würde sagen 30 Minuten mal maximal. Der Stream selbst, da sind wir jetzt gerade bei etwa 20 Minuten. Ah ja, alles aber gut. Da ganz ehrlich sage ich, das ist ja für uns die Öffentlichkeitsarbeit. Ich kenne auch Streams, wenn ich dann irgendwelche YouTuber denke, die irgendwas konstruieren oder sowas, das geht auch gerne mal 4 Stunden. Ja, oder so. Irgendwelche Gaming-Geschichten. Ja. Also, da sind wir noch im also, passt schon. Genau, im safen Bereich hier. Ihr könnt ja skippen. Bei Livestreams ist es nochmal ein bisschen was anderes, aber ich finde auch bei Livestreams, je länger die laufen, umso besser ja eigentlich, weil man dann eher mal Gefahr läuft, vielleicht versehen die Zuschauer zu bekommen oder sowas. Aber wie gesagt, aber die Erklärwebinare, ich finde die als Zentrum schon ganz gut, dass wir halt eben sagen, speziell für die Produkte, weil das können wir dann wirklich eigentlich als Dauerwerbesendung laufen lassen. Und dann halt eben gesagt, eben Verknüpfung mit so einem allgemeinen Thema, wie beispielsweise halt Sicherheit in der Cloud. Das ist halt eben, und dann natürlich die Verwertung. Als Podcast hattest du ja genau schon aufgeschrieben. Meine Gedanken gehen jetzt nochmal in Richtung Verschriftlichung. Und da würde ich gerne mal von dir die Gedanken hören, wie wir es am besten machen. Wir können natürlich auch beides machen, aber mir fallen gerade zwei Optionen ein, dass wir entweder die FAQs, also die Fragen, die die Leute sowieso schon haben, nutzen als Grundlage für so einen Stream. Oder dass wir auf Grundlage unserer Streams dann das Ganze nochmal verschriftlichen oder eben beides. Ja, was würdest du sagen, was ist eher zielführend für uns? Dann würde ich vielleicht sogar sagen, dann können wir eigentlich so gar unsere reguläre Content-Reihenfolge da so ein bisschen im Hinterkopf mitlassen. Dass wir halt eben sagen, wir haben ja sowieso Podcast bzw. die Radiosendung und unsere Online-Geister. Ja. Die laufen ja bereits und die werden ja auch durchaus verwendet für. Aber dass wir dann vielleicht als Start erstmal sagen, okay, Blogbeitrag, da haben wir dann ja auch unsere, wie ich jetzt gerade oben anscheinend stehen gehabt, halt eben unsere einzelnen Plattformen. Ich hatte es auf jeden Fall irgendwo schon mal aufgezählt. Ich glaube, so viel zum Thema Übersichtlichkeit, daran arbeiten wir nämlich gerade. Ja, genau, das ist nämlich das, was wir jetzt gerade machen wollen. Aber vielleicht hat es auch wieder versehentlich ausgelöscht. Nee, ich glaube, geh nochmal. Wo ist es denn? Verwertung als. Ich sehe es jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber egal, dann schreib sie nochmal auf. Du kannst sie auch nochmal aufzählen, vielleicht, wenn du das möchtest. Ja, ich schaue nur gerade nochmal. Ich hatte sie auf jeden Fall schon mal aufgeschrieben. Ich erinnere mich, ja. Wir können ja dann im Stream zurückskippen und schauen, wo es war. Vielleicht habe ich auch gerade beim aus dem Quatschen heraus das Ganze dann halt irgendwie versehentlich wieder rausgenommen. Das kann sein, ich habe auch gerade nicht aufgepasst. Ja, ist auch egal, ich habe es ja im Kopf gemacht. Wir erstellen sie sowieso jetzt gerade erstmal. Tim hier. Also das sagen, also als Starter, genau, also erstmal einfach ein erklärender Blog-Tutorial einfach. Für das Thema, das können wir dann ja halt eben bei den entsprechenden Unterseiten dann halt auch immer nochmal entsprechend mit beleuchten. Also das war halt erstmal sagen. Sag mal, da hat doch unser einer Praktikant schon mal was vorgearbeitet, oder? Ist das das, was jetzt hier unsere FAQs sind? Also wie erstelle ich, wie mache ich einen Kalendereintrag zum Beispiel? Ne? Das, was wir da an Text haben. Ja, also unser Hilfebereich, genau. Genau, genau. Das wäre aber ja konkret für die jeweiligen Tools. Also wie verwende ich das Tool? Das ist ja eher das, was dann am Ende ja entsteht. Ah, und die Blog-Tutorials sind jetzt zu unseren USPs konkret. Genau, also das wäre dann eher Verknüpfung mit dem allgemeinen Thema. Jawohl. Also halt eben sagen, also USP plus nützlicher Content einfach. An der Stelle. Und dass wir da dann halt eben auch mit ansetzen. Also Frage ist ja jetzt eben, mit welchen Methoden erreichen wir das, was wir erreichen wollen? Und da finde ich, macht es auf jeden Fall erstmal Sinn, einfach Blogartikel zu schreiben. Vielleicht gar nicht Tutorial, einfach Blogartikel, was gemeint ist. Halt eben unser jeweiliger USP und Verknüpfung mit so einem allgemeineren Thema, eben beispielsweise Sicherheit in der Cloud. Lässt sich beides gut miteinander verbinden. Und daraus mache ich es ja bereits so, dass ich dann immer sage,
Also das ist der quasi Skript plus halt eben Radio, Podcast nenne ich es ja meistens inzwischen, weil wir sowohl bei den Online-Gästen Radiosendungen sind, wir laufen ja einmal monatlich bei Radio Korax, gibt es übrigens auch als Livestream online und dann eben auch als Podcast, aber halt eben, ja, Skript plus Online-Geister, wir wissen ja, was gemeint ist, ja. Reicht an der Stelle, und dann halt eben die entsprechenden Verwertungen. Das wäre halt natürlich einmal so eine, also beim Blogartikel, wir machen ja sowieso auch immer die Infografiken bzw. solche Analyse-Sachen für den Summistats-Blog. Und das würde ich dann natürlich schon auch ergänzen, also vor allem bei der Mediathek an der Stelle, dass wir da dann natürlich also einmal ein so Kurzvideo mit einstellen, die Infografik natürlich mit hochladen, was ich momentan auch noch nicht konsequent gemacht habe. Also wir haben diese Kategorie Infografik einfach noch gar nicht gelauncht. Aber dass wir das halt eben schon mal mitmachen. Denkst du beim Kurzvideo an Animation oder woran jetzt konkret? Also entweder die regulären Videos, die wir bei der Mediathek schon haben, oder halt eben, ich sag mal, diese Podcast-artigen Videos. Ah, ich verstehe. Also Infografik-Videos im Grunde. Klar. Ich habe halt bislang nur noch keine schönere Umschreibung gefunden, weil wir ja sowohl Infografik als auch Videos haben. Und Infografik-Video könnte vielleicht irritierend sein. Ja, das ist ein bisschen ungewohnter Begriff. Aber da macht es vielleicht Sinn, einfach ganz kurz, knapp zu sagen, okay, Podcast und fertig. Also das war einfach nur mal so eine Art Mini-Podcast. Das ist vielleicht noch eine schönere Umschreibung an der Stelle. Wir wissen ja, was gemeint ist. Ja, also wie gesagt, ich habe halt bislang noch keine schönere Erklärung oder keinen schöneren Begriff, dass es der halt auch allgemein verständlich ist, was damit gemeint ist. Also ich meine, ein Videopodcast, das ist schon wieder irritierend, weil wir ja reguläre Videos haben. Und viele Leute sagen halt, oder ich habe zumindest einige schon erlebt, die halt eben die Dinge als Videopodcast bezeichnen, obwohl es eigentlich nur ein Vlog ist oder halt eben ein ganz reguläres Video für zum Beispiel YouTube, einfach nur weil Podcast gerade so ein hipper Name ist. Aber wir haben ja Audiospur, das wir dann halt eben ergänzen mit also so kleinen animierten Sachen im Hintergrund. Also dass man kann ja schon was sehen. Ich überlege halt nur gerade, wie man das am besten bezeichnen könnte. Einfach. Das ist ja ein animierter Podcast, aber das klingt schon sehr sperrig. Ja. Weiß man auch, was mit gemeint sein könnte. Online-Geister Media Mini Podcast. Also als zwei Media zu veröffentlichen. Ja, ich verstehe. Wie gesagt, ich würde vielleicht einfach erstmal beim Mini-Podcast bleiben, da kann man sich vielleicht noch irgendwie kurz drunter was vorstellen. Das hat dann auch schon, also ich finde zumindest, der Begriff hat dann noch dieses nette, snackable Content irgendwo. Naja, du hast Mini passen. Mit drin, das klingt nach, ach, das kann ich mal zwischendurch hören, du hast Podcast mit drin, das ist bekannt. Klar, Kartoffelchip, schnell weg. Für uns intern, das, was wir uns merken, vielleicht einfach in Klammern hinterher nochmal mit Animation oder irgendwie so, dass wir halt nicht vergessen, wenn wir jetzt das Ganze in unserem Protokoll hier notieren und wir gucken in 3 Wochen wieder drauf und wissen dann gar nicht mehr, wobei, jetzt gerade haben wir das Ganze ja per Videoaufzeichnung festgehalten, aber trotzdem, ne, ist besser, wenn man es nochmal aufgeschrieben hat. Genau, dann, wie gesagt, machen also den Mini-Podcast, der würde dann in der Mediathek online gehen. Wäre jetzt die Frage, ob wir den noch für irgendwas anderes mitverwenden wollen, einfach vielleicht die reine Tonspur können wir dann direkt nochmal mit veröffentlichen, einfach als Podcast, so irgendwie kurz zusammenfassen. Wir müssen ja auch immer so ein bisschen mit Teaser arbeiten an der Stelle. Da wäre halt mein Gedanke wieder YouTube gewesen, ne? Aber dann ist halt so die Sache, also wenn das bei YouTube online ist, dann schauen es die Leute da und kaufen es. Schauen es die Leute da. Das ist halt die Frage. Ich meine, wir müssen sowieso erstmal bekannt machen. Insofern werden verschiedenstes Material garantiert auch bei YouTube und Co. veröffentlichen. Einfach um überhaupt erstmal auf eine gewisse Reichweite zu kommen. Ganz genau, das wäre halt auch mein Gedanke, dass das, wo du gerade das Wort Teaser gesagt hast, dass das vielleicht so als Anreiz noch dienen könnte. Denn letzten Endes, das Mediathek-Abo werden die Leute wahrscheinlich nicht kaufen, ist jetzt meine Vermutung, nur der Mini-Podcast wegen, sondern weil es da noch viel, viel mehr gibt. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht, wenn wir sagen, zumindest am Anfang auch als Teaser mit einem entsprechenden Verweis, viel mehr gibt es noch hier und da. Genau. Oder das können wir auch mal überlegen, wir können es zumindest mal testen, dass wir ein paar Mal die kompletten Videos und dann vielleicht alles bis auf die letzte Minute oder sowas. Da dürfen wir aber nicht zu strikt sein, sonst ist es irgendwann Cut und mitten im Satz. Ergänzen. Ich weiß, was du meinst, das Finale seht ihr nur bei uns. Aber
für uns jetzt quasi alles bis auf die letzten Minuten, aber sowas wie die ersten so und so viele Minuten von dem und dem Thema, das macht also bei Filmen wird das auch immer häufiger gemacht, dass dann irgendwie die ersten 5 Minuten von irgendeinem neuen Blockbuster, dass der bei YouTube schon mal hochgeladen das wird, kann also man offiziell. Mal also das wäre noch eine Variante, dass wir halt eben dann auch immer noch den Mehrwert haben, denn wir wollen ja genauso wenig jetzt natürlich auch unsere Abonnenten irgendwie verarschen. Nee, das stimmt. Die zahlen Geld und dann gibt es halt eben alles auch bei YouTube verfügbar. Das wäre auch nicht im Sinne. Nee, alles ja eben nicht. Wir sprechen ja gerade nur über die Minisachen, aber vom Gefühl her, ne, es darf halt nicht so der Eindruck entstehen, ich kriege das Ganze auch umsonst. Genau, aber ansonsten, also Skript plus Online-Gast, im Rahmen des Skriptes erstelle ich ja sowieso schon immer die Infografik. Ja. Dass wir die halt eben auch, also bei Media natürlich definitiv mit veröffentlichen. Aber ich überlege es gerade nach einer sinnvollen Darstellung, dass das für uns halt eben, weil halt ist es halt doch ziemlich viel verzahnt miteinander bei den einzelnen Schritten, dass es halt eben auch für jemanden Sinn macht, der halt eben unser System noch nicht kennt. Also zwar sagen, also mit welchen Methoden? Erstens Blogartikel, USP plus allgemeines Thema. Und dann halt eben basierend darauf Skript plus Online-Gast und Podcast, beziehungsweise im Radiosendung und so. Und was, also ich erstelle ja eigentlich nur die Infografik und selbst die muss ich ja nicht unbedingt im Rahmen vom Skript machen. Ich habe ja einfach erstmal die Daten, die wir dann ja auf dem Blogartikel basierend machen. Okay, ich würde sagen, passt soweit erstmal. Es ist ja wirklich nur die Infografik, das kann ich bei Media dann stehen lassen, was dann halt eben dann Verwertung bei in Folge passiert und halt eben Infografik basierend auf Daten von Punkt 1 letzten Endes. Von erstens bzw. zweitens. Ja. Aber ja, meistens eigentlich schon erstens, weil gerade bei unserem Social Media Statistik Blog, da machen wir es ja eigentlich, oder mache ich es eigentlich auch immer so, dass dann wirklich die ganzen harten Zahlen eigentlich auch damit draufkommen. Okay, dann hätten wir Infografik, macht Sinn. Basierend auf der Infografik könnten wir diesen Mini-Podcast erstellen, dass ich das einfach eben nochmal mit einspreche. Beziehungsweise von der Reihenfolge macht es mehr Sinn, erstmal den Newsletter zu machen. Stimmt, den gibt es nämlich auch noch. Und wo du gerade sagtest, dass das Ganze auch Sinn machen soll, also ergeben soll, Bastian Sickles grüßen, für jemanden, der jetzt nicht bei uns intern mit drin ist. Wir haben ja jetzt auch gerade wieder Anfragen bekommen, sind am Überlegen, ob es demnächst wieder einen Praktikanten oder eine Praktikantin geben wird. Und gerade für sowas. Vier Bewerbungen auf einmal. Und gerade auch als Tipp für euch natürlich. Ne? Also wenn ihr für euch euer System habt, was für euch perfekt Sinn ergeben mag, einfach aus eurer Gedankenwelt heraus, aus eurer Erfahrung heraus, dann kann das spätestens dann zu Problemen führen, wenn ihr das jemand anderem in die Hand gibt und sagt, so jetzt mach mal, arbeite mal damit. Ne? Also das Ganze möglichst so zu formulieren, dass es wirklich, ich will nicht sagen allgemeinverständlich ist, aber so leidenfreundlich ist. Genau. Das hilft euch letzten Endes unternehmensintern viel, viel mehr weiter, auch wenn es jetzt am Anfang erstmal die Arbeit ist, bei der ihr uns gerade zugucken dürft. Die natürlich auch momentan noch alles andere als poliert aussieht. Ich meine, ich könnte mir jetzt natürlich auch einen Sakko und sowas drüber ziehen, aber... Na gut, das gleiche ich halt gerade so ein bisschen aus mit meinem Stoffsakko hier. Aber da sind halt Werkstattberichte. Es ist auch ganz bewusst. Es ist der unspektakuläre Unternehmensalltag hier gerade. Genau, den wollen wir einfach auch zeigen. Also vielleicht, das wäre vielleicht sogar ein ganz netter Titel an der Stelle, so ein kein... Wie funktioniert es überhaupt ein Startup? Ja, im echten Leben. Ja. Sieht hinter den Kulissen aus. Es ist eben nicht nur irgendwie schön, ich weiß nicht, schöne Berliner Altbauten sind oder sowas für die Klischees. Tausend Drohnen, die uns hier im Büro rumfliegen. Also irgendwo grundständig sind wir schon. Ich meine, unser High Society Glitzer-Event ist ja immer das Barcamp. Stimmt. Das sieht eigentlich auch immer sehr schön aus. Kann man nicht meckern. Was hatten wir da letztes Mal? Roboteranzug etc. Also spannende Sache. Exoskelette. Und vorher hatten wir ja die Drohnen gehabt, die ja leider nicht fliegen durften, weil wir die Genehmigung nicht bekommen haben. Das doch nicht. Wir hatten ganz viele Drohnen. Das war super toll. Kommt auch zum nächsten Barcamp. Auf jeden Fall. Die Drohnen hatten wir, weil wir 3D-Drucker und sonst was alles dabei gehabt. Nur leider konnten die Drohnen halt eben nicht
groß, hunderte von Meter hoch, ja, weil eben ist, der Luftraum. Das ist der Luftraum die rechte über Linie dem der Bahnhof, da. Ganz genau. Okay, aber von der Reihenfolge jetzt, also wie gesagt, Blogartikel, darauf basierend, Skript plus Online-Gast oder Podcast plus eine Radiosendung, Verwertung des Ganzen dann bei Media, also sprich unsere Mediathek, da würde ich noch entsprechende Links dann jeweils mit reinhauen, dass Leute, die es auch nicht kennen, zum Beispiel wissen, okay, was ist denn jetzt Media überhaupt beispielsweise, dass ich dann halt einfach nur auf die entsprechende Webseite verweise. Das hat eben auch jemand, der keine Ahnung hat, der muss dann nur das Protokoll hier bekommen und weiß dann auch besser Bescheid. Okay, dann haben wir die Infografik darin, basierend auf den Daten so und so, Newsletter, den wir halt eben dann zusammenfassen, der ja auch exklusiv für Abonnenten bzw. Steady-Supporter. Ganz genau, unsere Crowdfunding-Plattform. Genau, in dem Fall. Hätte ich fast schon Cloudfunding gesagt, aber irgendwie stimmt es ja bei uns auch. Also da auch, ich meine, das sind jetzt nette Zusatzinfos, da schaue ich auch, dass ich die immer so ein bisschen grafisch noch mal etwas anpasse. Denn wenn alles halt eben in derselben Schriftgröße ist und auch dieselbe Optik, man basteln in der Optik kann man immer noch mal. Aber das wäre schon mal so ein bisschen so die Hierarchien etwas deutlicher mitbekommen. Da würde ich auf jeden Fall später nochmal das alles etwas überschaubarer mitmachen. Aber dass wir sagen, okay, zwei Minuten Newsletter, exklusiv für Abonnenten, also für einfach der Seminarkunden, schlicht und ergreifend. Beziehungsweise halt eben die Steady Supporter. Mhm. Check. Dann hätten wir halt, also den gibt es ja generell erstmal und dann wird natürlich auch als Archiv quasi bei Media hochladen. Denn den Newsletter gibt es halt eben als E-Mail. Mhm. Da habe ich auch schon eine Weile überlegt, wir sind ja momentan noch bei einem externen Anbieter an der Stelle. Ich werde das auch perspektivisch eigentlich alles mal auf uns dann überführen. Aber das ist natürlich auch die Sache, wenn jetzt mal der Anbieter weg ist oder uns das Konto gesperrt wird oder sonst was, da sind ja die ganzen Newsletter auch über die Jahre. Ich mache das ja auch, bevor wir das als der Seminar hatten, lief der Newsletter ja schon. Ja. Das ist ja dann einfach weg an der Stelle. Deswegen würde ich auch, das wäre zum Beispiel auch so eine Tätigkeit, wo man sagen kann, für einen Praktikanten erstmal eine gute Sache, einfach zum Reingewöhnen. Ja. Natürlich sind Praktikantenaufgaben häufig einfach erstmal so etwas Wiederkehrendes, aber zum Reingewöhnen, auch zum Überspielen. Von sowas wäre das auch, dass man sagt, dass wir sagen, okay, jetzt hier, da quasi das Newsletter-Archiv, Zugriff habe ich ja auf die ganzen Newsletter, dass der das halt wirklich einfach inhaltlich erstmal überspielen soll, halt in die Mediathek. Und wo wir gerade jetzt schon planerisch denken, schreibt das doch gleich noch mit auf, dass wir es nicht vergessen beim Punkt Personal. Wir haben doch in unserem Protokoll den Punkt Personal und da einfach als mögliche Aufgabe für den nächsten Praktikanten, wie gesagt, 4 Bewerbungen haben wir gerade. Und vielleicht wird ja was draus. Genau, hier Personal. Da haben wir noch den alten draus. Prakti drinstehen, genau. Ich schreibe jetzt einfach mal allgemein Prakti. Jawohl. Also, Newsletter, Archiv in Media hochladen. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine Tätigkeit, das müssten wir mal machen. Dann eigentlich auch die ganzen Infografiken. Hochladen als Unterpunkte, Newsletter-Archiv, Infografiken, was hätten wir dann noch? Ich stelle es eigentlich momentan sogar schon. Das ist auch gut. Gröberen Sachen. Ich meine, dazu, wir haben natürlich noch die ganzen, den ganzen sonstigen Content in Form der Blogbeiträge und so weiter, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt. Also vielleicht das kostenlos ändert, aber da müssen wir auch wieder schauen wegen Duplicate Content, weil wir es ja schon auf einer anderen Webseite veröffentlicht haben. Da würde ich vielleicht wirklich eher in die Richtung von den E-Books und allem gehen. Das denke ich mal, sollte dicke reichen. Okay, genau. Newsletter-Check. Dann die Mini-Podcasts. Stimmt. Da müssen wir von die Markus, das müsste, also wenn wir es nicht hinbekommen, was wahrscheinlich ist momentan, müsste halt eben einer der Praktis das natürlich mal mit hochladen. Ach so. Denn die sind ja noch außen, die sind ja außen vorstehen. Ja. Also einfach Markus, diese Ländervideos, wo wir halt einfach dann kurz vorstellen. Aha.
Ich meine, die haben wir ja, aber bislang halt eben noch nicht aufbereitet und halt eben für das Ganze halt dann passend geeignet. Okay, wir müssen bei zweitens auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufräumen, das ist auch einiges Material. Da sind wir wieder. Okay, genau, Mini-Podcasts, genau diese, also eben diese kleinen Infografik-Videos, Audios, wie auch immer, die einfach, ja, es sind animierte Infografik mit Audio. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es uns in die Kommentare, lasst es uns wissen. Es gibt auch einen Namen dafür. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, sonst frag Onkel Google, der weiß es. Aber ja, also wenn ihr es bis Minute, ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind, Minute 40, ja, aushaltet, dann erstmal unseren Respekt. Ihr kriegt ein Jahr kostenlos ein Abo bei uns. Wirklich? Ja, hau ich raus an der Stelle. Für einen guten Namen hau ich den raus. Aber wie gesagt, Mini-Podcast lassen wir das mal. Dann haben wir genau die regulären Videos. Die Infografik hatten wir schon, die kann ich erstmal raus. Genau, Checkliste dann haben wir da noch. Ah, genau, die Checkliste. Das macht ja auch. Siehst du, das sind nämlich solche Sachen, die immer schon mal wieder bei uns rumgeistern in den Köpfen und in den Protokollbesprechungen unseren Weeklies. Ne? Und so. Das ist gut, dass wir das jetzt mal festhalten. Genau, also sagen Checkliste und genau. Ich packe die Checkliste mal noch vor dem Mini-Podcast, weil sie das eigentlich ganz gut generieren lässt aus dem Newsletter. Okay. Das war eben dann auch Checkliste, halt eben auch wieder für die Mediathek. Mhm. An der Stelle, so. Genau, und ich überlege, muss man da viel zu schreiben eigentlich? Also, ich meine, nicht jedes Thema bietet eine Checkliste an. Aber wir haben zum Beispiel jetzt gerade in diesem Monat Thema Reddit gehabt oder werden es jetzt noch haben zum Aufnahmezeitpunkt, wo wir halt auch so einen Überblick geben. Und das wäre auch so ein schönes Thema, wie so fünf Punkte für guten Reddit-Content oder sowas. Ja, bei den E-Booklets machen wir es ja so, da ist am Ende auch immer so ein Fazit mit einer Checkliste und das sind letzten Endes meistens drei Bullet Points mit den wichtigsten Infos nochmal. Also es muss ja keine Checkliste im Sinne von To-Do sein, sondern ein Faktenüberblick. Das war jetzt wieder sehr kompliziert ausgedrückt, ne? Aber einfach schon gut. Das Wichtigste. Letzte E-Book-Seite, jawohl. Genau, das sind ja eigentlich E-Books und Checklisten. Ja. Genau, also. Genau, und dann würde ich auch immer am Ende noch zur Vorlage bei E-Books und Checkliste. E-Book bzw. Checkliste, die würde ich dann jeweils nochmal verlinken miteinander, dass wir da dann auch einfach nochmal so eine Übersicht haben. Genau. Ja, passt so. Okay. Genau, beim Newsletter. Beispiele für Newsletter, genau, auch Infografiken, da würde ich auf jeden Fall auch. Einfach, dass wir das dann entsprechend mit einfügen, dass natürlich auch die Leute, die das noch niemals gesehen haben, sich einfach was darunter vorstellen können. Im Normalfall zwei Beispiele reichen da eigentlich, also Infografik. Dann halt auch eben, also Verlinkungen oder Link mit Beispielen reicht. Also wir haben da ja einen gesamten Ordner. Beispielen. Vorlage wäre dann hier, wie die allgemeinen Infografiken zu erstellen sind. Es gibt auch nochmal speziellere, die machen wir dann wieder mit einem entsprechenden Anbieter einfach an der Stelle. Okay. Specials. Okay. Das ist einfach mal. Ansonsten. Einen Link schreiben, je kürzer, umso besser an der Stelle eigentlich. Und der Newsletter dann, das heißt hier bei, genau, Beispiele für den Newsletter, da kann ich jetzt nicht großartig mit Verlinkungen oder sowas arbeiten, nur mit den Beispiellinks. E-Books und die Checklisten, genau, Vorlage für E-Book bzw. Checkliste.
haben wir die Mini-Podcasts als Teaser bei YouTube. Erstmal halt bis auf die letzte Minute halt eben mit reinschneiden als Überlegung. Und das würde ich jetzt erstmal so lassen. Aber bislang noch nicht so viel Material auch zu erstellen, dass ich jetzt schon sicher sagen kann, das wird die 0815-Variante. Genau, bei Video hatten wir ja gesagt, so maximal 10 Minuten. Beispiel hier. Würde ich dann auch entsprechend wieder verlinken. Und dann halt eben quasi als, ich weiß nicht, Best-of würde ich dann diese Erklärwebinare. Das Ganze nochmal recycelt quasi. Ja. Blogartikel basieren darauf, Podcast und Radio, die Verwertung dann in der Mediathek mit unseren entsprechenden Rubriken und dann halt eben als Best-of halt eben das Erklär-Webinar mit unseren so maximal 30 Minuten, die wir angedacht haben, dass wir da dann schon mal ein bisschen mit reinkommen und dann natürlich auch wo es veröffentlicht werden soll. Jawohl, jetzt haben wir unsere Plattform hier. Was sind noch die Metaverse-Tools? Ja, finden wir schon irgendwie noch ein gutes Kürzel dafür. Dass wir das halt eben dort auf jeden Fall mit veröffentlichen. Das hatten wir aber weiter oben ja schon mal alles hinterlegt gehabt bei uns, die einzelnen Plattformen. Genau, dass wir das erstmal die Blogartikel hatten und dann kam ich hier gerade noch bei Webinar. Genau, und hier genau bei anderen Plattformen wie Kindle etc. veröffentlichen. Beziehungsweise also hier Blinkist, Audible und so. Also ich weiß unterschiedlich dann für Audio-Content und Video-Content. Ich schaue gerade mal auf die Uhr, gucke mal. Ja, genau, wir müssen nicht gleich. Wir müssen jetzt gleich weiter. Wir sind gerade so durchgekommen. Genau. Wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, Respekt. Wie gesagt, vielleicht fällt euch ja ein cooler Name ein. Genau, wie gesagt, und gibt ein Jahr gratis. Und ja, in diesem Sinne, mein Name ist Christian. Ich bin Andreas. Das ist der Seminar und wir hören uns bald wieder. Bis bald. Genau. Ciao. Tschüss.